also Papa, ja. Zu deiner Information. Wir hätten das vor einer halben Stunde bestellen können. Ja. Und dann hätten wir das schon fertig abholen können. Ja, jetzt. Zu deiner Information. Ich habe ein Problem damit. Ich habe es mir also vorgestellt. Ja. Dann wären wir jetzt schon daheim. Ja, kein Problem. Dafür beobachten wir jetzt die Gewitterzelle. Ist ja extra gerade so, dass du mehr Gewitter siehst. Ja. Ne, ich fahre jetzt nicht wenig. Nein, das ist ja die Ampel. Barisch! Was ist das? Der Barisch. Upsala. Barisch. So der Killer. Wie Killer? Warum Killer? Na, Fußball. Ich war mit dem im Verein. Alter, wie sieht das aus? Sieht aus wie ein Knast. Ach du meine Güte. Neu moderner. Schulknast. In die Grundschule gehört Farbe und kein Grauton. Vor allem kein Aluminium, was soll das? Okay, das ist wahrscheinlich pflegeleichter. Wenn dann schon Kropfstoff. Das ist wahrscheinlich pflegeleichter. Der Himmel, der sieht ja richtig scary-mäßig. Sagt, ich sehe nur bekannte Gesichter hier in Lampedusa. Den kenne ich zwar jetzt nicht, aber. Ich will Man in the Mirror hören. Man in the Mirror. Man in the Mirror. Man in the Mirror, was ist das? Der Mann im Schatten oder? Spiegel. Mirror ist Spiegel. Schatten ist Shadow. Shadow. Es war 1950, ne? Was? 1950. So. Morgen muss ich in Krankenhaus. Götz ist gut. Hm? Götz ist gut. Götz ist eine gute Apotheke. Gute Bäcker. Was sind das für Wolken? Die sind richtig prall gefüllt mit Hagelkörnern. Oder? Was sagst du als Experte in dieser Sache? Im Wolkenlabor. Konzentrieren. Du hast Angst, dass du wieder Platten hast. Das mit den Platten, das war sowieso die Härte. Der Reifen komplett kaputt und die Mutti fährt damit und wundert sich, dass das Auto immer schlechter zu fahren ist. Toll. Ich hab's gemerkt irgendwie, dass es sich nicht gut fahren ließ. Ich habe eine neue SD-Karte gekauft, weil die andere kaputt gegangen ist. Da gibt es ja Preisunterschiede wie Tag und Nacht, ne? Kommt drauf an. Da war eine für 9 Euro, eine für 38 Euro und eine für 13,99. Habe ich die für 13,99, die goldene Mitte, das untere, die untere goldene Mitte. Von Samsung noch SD-Karten, ne? Extra für Samsung-Handys. Ich habe gedacht, die wollen doch die Leute veräppeln, oder? Ich habe eine normale SD-Karte in mein Handy. Ne? Und diese kostet fast das Dreifache oder das Vierfache wie eine normale von Hama oder von Scandisk. Heidelberg ist sowieso immer mehr. Oderwald ist mehr Gewittertätigkeit oder hin am Donnersberg. Heidelberg waren die letzten 2 Kilometer von uns entfernt. Ich
schlimmer fand, ist gestern, die haben es gesagt, im Schwarzwald hat es richtig gewütet. Heute Morgen, als ich ankam, hat es total geschüttet. Und als ich weggegangen bin, und der drin war schon das Wetter. Ich bin noch, glaube ich, 10 Minuten im Auto geblieben. Es hat so heftig geregnet. Und dann merke ich, dass wir im Auto einen Schirm haben und sage, Mann, bist du blöd! Wann war das? Ich fass hin, heute Morgen. Was ist das, ein Schirm? Hätte ich mal die 10 Minuten Spaß. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Ich habe auch gedacht, was ist doch. Ich 10 Minuten im Auto, denkst, ich warte, bis es aufhört zu regnen. Dann drehe ich mich um. Mit der Hand fasse ich da unter dem Stuhl und sage, ey, das ist so ein Regenschirm. Ach du meine Güte. Hinter dem Rücksitz war ein Regenschirm. Da war ein Fiat, oder? Ah ja. Schade, dass man das nicht übers Mikrofon übertragen kann, diesen Geruch. Aber wenn das dann auf meiner Website hochgeladen wird, lecker, Döner, riecht ihr das? Stellt euch vor, das ist dieser emporsteigende Geruch als Wolkenform. Das ist der Döner. Oh, da hinten regnet es, guck mal da. Ah, ja, das ist doch. Das ist Benson Hepnem. Benson Hebrüm. Nee. Okay. Das sind so Steinplatten da. Warum bauen die nicht eine Schnellstraße zu uns in den Garten? Das machen sie bald. Aber zu uns, wenn, und nicht durch uns. Umgehung kommt. Umgehung macht ja alles kaputt. Das schöne Bild von Land. Die Umgehung, das macht die Bauern ja. Der zermürbt die, weil da geht eine Menge Land kaputt. Ja. Mann, ich kann die verstehen, verstehst du? Das sind auch ja Sorgen, das sind ja Arbeitsplätze. Das ist ja, ja, wieso? Da geht eine Menge Land und meine, dass die Leute sich. Ich meine, ein Vorschlag von mir wäre keine Straße, sondern eine Art Brücke. Wollen die doch machen? Nee, das ist eine Straße. Wir wollen doch sowas ähnliches machen wie eine Rheinbrücke da. Wenn so eine Art Brücke, dass so wenig verloren geht, unten sind die Pfeiler, dann haben sie weniger mehr Land. Das ginge noch, ne, als Kompromiss. Kannst ja im Kindergarten gucken, da ist doch so eine Karte. Ja, aber die Karte zeigt keine Brücke, zeigt einfach Straße. Also ich habe mir das als Brücke vorgestellt. Nee, das kostet nämlich noch mehr. Wäre jetzt. Das wäre ja der bis dahin Brücke. Da scheint nichts dagegen.